Ich bin ja heute in Balestrade am Hafen. Wie man sehen kann, eine kleine Spinnrute mit dabei. Ich werde heute ein bisschen probieren, Spinnen zu fischen. Auf Barracuda, Rochesera, Wolfsbarsch. Je nachdem, was halt hier gerade so rumschwimmt. Wie man hören kann, ist es ein bisschen windig. Deswegen werde ich es erstmal innerhalb vom Hafen probieren. Wenn es dann von den Wellen her passt, werde ich es auch außerhalb vom Hafen probieren. Genau, Köder werde ich gleich nochmal zeigen. Ich habe mir da extra heute was gekauft im Angelgeschäft. Unten, vielleicht sieht man die jetzt, stehen kleine Fische. Da wieder welche, kleine Meereschen an der Oberfläche. Ideale Bedingungen für größere Raubfische. Viele Steine hier am Ufer, das geht ziemlich weit runter da hinten. Man sieht hier hinten die Sandbank, davor wird es ziemlich tief. Und hier ist eine Strömungskante. Und ich werde anfangen an der Stelle und dann hier langsam in die Richtung hintergehen und schauen, was da über den Steinen steht. Genau, hier wieder kleine Fische. Okay, hier habe ich jetzt den Köder. Wie man sehen kann, 4 Gramm, Tiefe 0 bis 8. Sinkend. Ähnelt ein bisschen einer Meeresche. Glitzert schön bei Sonnenlicht. Also sollte schon was gehen. Was ganz wichtig ist, dieser gelbe Bauch hier unten soll anscheinend die Fische anlocken von unten. Oder zumindest, dass die Fische es besser sehen. Weiß ich nicht, ob es stimmt, aber werden wir ja sehen. Genau. Die Angel ist eine etwas ältere. 2,10 Meter, 10 bis 45 Gramm Wurfgewicht. Eigentlich bräuchte ich für den Köder eine leichtere. Aber ich habe jetzt keine andere gefunden. Rolle ist eine Pen Spinnfischer 4500. Geflochtene rote Schnur. Also sollte eigentlich passen. Genau, werde ich jetzt zusammenbauen und dann gleich ausprobieren. Okay, der Köder ist montiert. Muss ich jetzt nur noch hier runterlaufen zu den Steinen, aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Genau. Ah. Erster Spot. Die Fische stehen schon unten. Viele kleine. Das heißt, könnte schon sein, dass hier ein größerer irgendwo in der Nähe steht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Erster Wurf. Okay, so weit komme ich nicht mit dem Köder. Aber er läuft schön. Ja, bin ich zufrieden. Hier haben wir jetzt den ersten Fisch, kleiner Schriftbarsch. Den Köder einen Krebs. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Jetzt ist er voll. Okay, mir ist jetzt leider hier der Köder abgerissen. Ich denke mal, das war's heute mit dem Fischen. Trotzdem
paar schöne Fische waren mit dabei. Ich werde hier wahrscheinlich nochmal an der Stelle herkommen, nur eine andere Methode ausprobieren zum Fischen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Ciao.